Ihr Rechtstipp mit Rechtsanwalt Bernd Rudolph von der RR Rechtsanwaltskanzlei. Ja, liebe Mandanten, ich möchte nicht versäumen, Sie auch in diesem Jahr auf die Verjährungsproblematik hinzuweisen. Wie bekannt haben wir ja die allgemeine Verjährungsfrist von 3 Jahren. Das heißt, dass alle Forderungen aus dem Jahr 2017 am Jahresende, also am 31.12.2020, verjähren. Deswegen ist es wichtig, dass man diese Verjährung unterbricht. Ansonsten können die Forderungen nach dem Jahreswechsel nicht mehr geltend gemacht werden. Die Hemmung der Verjährung kann ich nur dadurch gewährleisten, dass ich entweder das gerichtliche Mahnverfahren einleite oder eine Klage beim zuständigen Amtsgericht erhebe. Ja, das alles braucht ein bisschen Zeit, deswegen rechtzeitig vor den Weihnachtsfeiertagen unsere Kanzlei kontaktieren, wenn Sie da noch Forderungen aus dem Jahre 2017 haben, damit wir da entsprechend für Sie tätig werden können und die Verjährung hemmen können. Bei allen anderen Forderungen, die jünger sind, aus 2018 oder 2019, da hat man noch entsprechend Zeit. Es dreht sich in erster Linie um die Forderungen aus 2017. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ja, bei Bedarf können Sie uns gerne kontaktieren. Ihre RR Rechtsanwaltskanzlei, Ihr Rechtsanwalt Bernd Rudolph. RR Rechtsanwaltskanzlei. Kompetenz und Leistung sind unsere Stärke.